Am vergangenen Wochenende begegneten sich Hertha BSC und der BFC Dynamo anlässlich eines Freundschaftsspiels im Berliner Jahn-Sportpark. Neben einigen gemeinsamen Anti-Union-Gesängen gab es vom BFC-Anhang auch ein Spruchband an die verhassten Eisernen. Schwulenliebe ist okay, Union und der FCE war darauf zu lesen. Zudem gab es eine kleine optische Aktion der Fraktion H, die sich auch im Nachgang der Partie noch einmal zu Wort äußerte. Zitat Fraktion H, Sommerpause, Sommerloch, Sommerurlaub, für viele Zeit zur Erholung. Für uns jedoch Vorbereitungszeit für die nächste Saison. Und da der erste Härtetest auch gleich ein tolles Geschenk des Vereins für uns als Fans war, stand so einiges auf dem Plan beim Kräftemessen gegen die Hertha aus West-Berlin. Hinzu kam der besondere erste Heimspielauftritt mit dem Traditionslogo auf der Brust, wo sofort klar war, diesem Spiel den passenden Rahmen zu verleihen. Das Spiel rückte immer näher und mit der Vorbereitung zur Choreo schwand die Zeit zum Spiel mehr und mehr. Kurz vor knapp war es dann doch geschafft. Keiner weiß so recht wie, jedoch danke an die Personen in der Nachtschicht. Wir trafen uns mit unseren Gästen an dem Tag rechtzeitig, um im Stadion auch alles vorbereiten zu können. Lief dank Hilfe vom Verein und Fanprojekt auch alles ganz gut. Draußen mussten dann jedoch einige wenige noch Karten an die Gäste aus Stettin verteilen und kamen durch den großen Ansturm am Eingang erst zum Anpfiff ins Stadion. Im Stadion sah man dann die erste Wendechoreo, die es je beim BFC gab. Ihr seht also, auch hier probieren wir viele neue Sachen, um auch kreativ auf den Rängen zu sein. Euch erwartet dort in Zukunft noch viel mehr. Die sportliche Leistung auf dem Platz machte jedenfalls sehr viel Hoffnung und Vorfreude auf eine sehr positive Saison. Auf den Rängen wurde es heute etwas lockerer angegangen und passte auch zu einem Testspiel dieser Größe. Zufrieden mit den gesamten Eindrücken ging es dann zur Aftergame-Party ins Fanprojekt, wo dann noch bis in den Morgen mit vielen Leuten aus der Fanszene und aus Stettin getrunken, gesprochen und geplant wurde. Auch ein kleines Graffiti verschönerte noch den Abendhimmel in Berlin. Am Ende bleibt zu sagen, dass für uns als Gruppe die Saison mehr als nur etwas Besonderes ist. Endlich das Traditionslogo auf der Brust und allen alten Gegnern ins Gedächtnis rufen, wofür dieses Logo steht, mit einer Mannschaft, die Hoffnung auf mehr macht, und in der Saison der direkte Aufstieg als Bonus, mit richtig guten und interessanten Gegnern und vor allem die stetige Weiterentwicklung der Fanszene. Um auch all diesen Punkten gerecht werden zu können, brauchen wir eure Hilfe. Sei es durch Sachspende, finanzieller Hilfe oder einfach nur im Block stehen und mit zu supporten. Jede Art von Hilfe wird gebraucht. Nur lassen sich neue Aufkleber, Produkte mit Traditionslogo oder Choreos nicht einfach so machen. Sie erfordern harte Arbeit und finanzielle Rücklagen. Dadurch an alle nochmal der Appell: Hilft uns auch bei vielen Spielen, unser Traditionslogo den passenden Rahmen auf den Rängen zu verleihen. Es hilft der Mannschaft und motiviert sie, es zeigt den Gegnern, was für Macht hinter diesem Logo steckt, und es hilft dem Verein durch Aufmerksamkeit. Deswegen spendet an den Spieltagen, überweist uns gerne etwas oder kommt direkt auf uns zu. Es wird Zeit, dahin zu kommen, wo das Traditionslogo hingehört. An den Platz der Sonne. In diesem Sinne alles für Dynamo.